Brandenburger Kämpfer und somit Ipong. Damit geht dieser Kampf für die Schweriner verloren. Jetzt haben wir dann noch die Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm offen. Hier ist heute dann zum ersten Mal für die Schweriner am Start der Sportsfreund Benjamin Beukert. Ja, hier haben jetzt beide Kämpfer ein Shido erhalten für abgebeugtes Kämpfen. Ja, dieses wird als passiv gewertet oder sogar defensiv. Aber ich denke auch gerade das Kampftempo haben wir heute denn mit den letzten drei Kämpfen hier erheblich gesteigert. Es ging ja relativ ruhig los. Aber jetzt haben wir doch gerade, denke ich, die letzten zwei Kämpfe und dieser hat doch schöne, schnelle Kämpfe auch gesehen oder sehen. Ja, und der Kampfrichter versucht das konsequent zu unterbinden mit dem abgebeugten Kämpfen und bestraft wiederum beide mit Shido. Wir haben hierzu gerade auch seit Januar im Reglement ein, zwei Veränderungen, wo das positive Judo gefördert werden soll und somit solche Verhaltensweisen da unterbunden werden. Sollen. Oh. Hier war jetzt, ist der Benjamin Beukert ganz blöd draufgelaufen und wurde mit Kosodogake geworfen. Ein Ipong. So, der heute letzte Kampf für die Schweriner am Start, Sebastian Hanak. Ja, hier versucht der Sebastian jetzt mit der Brechstange des Dings zu reißen. Ja, und jetzt gelingt die Aktion sogar und es gibt ein Yuko für die Schweriner. Der Angriff ist Harigoshi und
gleichermaßen versucht der gegnerische Judoka hier auch. Ja, offensichtlich ist bei dieser Aktion ist er dem Gegner auf die Leber gefallen oder die Rippe. Ich denke aber, dass er hier auf die Leber gefallen ist. Ja, aber der Kampf scheint offensichtlich weiterzugehen. Nee, doch, die Kampfrichter brechen ab und entscheiden hier mit Ippon. Unstimmigkeiten. Ja, wir haben hier eine Regelung, einmal der Sportler selber darf den Sani nicht rufen. Und dann wäre der Kampf beendet. So, nun wäre noch wichtig, aber die Kampfrichter scheinen sich einig zu sein. In dem Fall, dass der andere Kämpfer den Sani ruft, dann wäre der Kampf beendet. Da sind wir dank des Trainers von Brandenburg wohl doch zu einer Einigung. Und damit geht dieser Kampf ganz knapp 4:3 für den PSV Schwerin aus. Ist sicherlich eine strittige Situation, die da entstanden ist jetzt. Aber so endet der Kampftag dann doch noch recht zufriedenstellend. Und wir hoffen mal auf die restlichen drei Kampftage.